Das erste Fahrzeug, das Saab aus Schweden exportierte, war der Saab 93. Im Jahr 1955 wurde das Erfolgsmodell erstmals vorgestellt. Entworfen hatte den aerodynamischen Saab 93 Sixten Sasson, der schon bei Saab angeheuert hatte, als die Firma nur Flugzeuge und keine Autos herstellte. Sixten Sasson stattete den kleinen Wagen mit einem Dreizylinder-Zweitaktermotor mit 33 PS aus. Er sollte dauerhaft und wirtschaftlich sein mit einem Mindestmaß an Instandsetzungsarbeiten. Schon im Jahr 1956 machte der Saab 93 Furore und fuhr bei zahlreichen Straßenrennen Preise ein. Die Erfahrungswerte, die während dieser Rennen gesammelt wurden, führten zur stetigen Qualitätsverbesserung. Auf den Saab 93A folgte der 93B, der erstmals im September 1957 gezeigt wurde. Viele Verbesserungen waren umgesetzt worden. Äußerlich war es die durchgehende Frontscheibe, die zur Folge hatte, dass die Wischanlage der Scheibenspülung effektiver arbeitete. Der seitliche Rückspiegel war ebenfalls neu, wie die Nummernschildbeleuchtung und die asymmetrische Frontbeleuchtung, die im abgeblendeten Modus die Straßenkante beleuchtete. Im Inneren gab es breitere Vordersitze und siebenfach verstellbare Rückenlehnen. Das Handschuhfach war abschließbar und der Türschließkontakt löste zeitgleich die Innenbeleuchtung aus. Ein Schlüssel passte zur Tür und zum Zündschloss. Vordenker war Saab auch in Sachen Diebstahlschutz. Ein Unterbrechungsschalter zwischen Zündschalter und Motorschalter wurde eingesetzt. Die Seitenfenster konnten erstmals über einen Rotationspunkt komplett versenkt werden. Auch beim Motor gab's Neues. Der Ölzusatz wurde jetzt automatisch gemischt und von 4 auf 3% reduziert. Da es sich um einen Zweitaktermotor handelt, hat der Saab 93 einen sogenannten Leerlauf. Sobald das Gaspedal nicht mehr betätigt wird, setzt dieser Freilauf an der Kupplung und Getriebe ein, da die Motorbremse durch die fehlende Kompressionsdruckveränderung nicht zur Wirkung kommt. Für mehr Fahrsicherheit sorgen daher die vergrößerten Bremstrommeldurchmesser. Der Antrieb des Saab 93 erfolgt über die Vorderachse. Die Lichtmaschine dient gleichzeitig als Wasserpumpe für die Wasserkühlung. Die Wasserpumpe ist rückwärtig mit der Lichtmaschine verbunden. Das Platzangebot im Saab 93 ist wie ein kleines Wunder. Polster und Rückenlehne lassen sich entfernen und so verwandelt sich das Fahrzeug in kürzester Zeit zum Lieferwagen. Auch als ideales Ferienauto und Schlafplatz für 2 bis 3 Personen, das die Reise schnell, billig und bequem macht, wird der Saab 93 beworben. Wie auch sein Vorgänger hatte der Saab 93B eine ganz geschweißte Sicherheitskarosserie aus besonders starkem Blech und A-Säulen aus Flugzeugstahlprofilen. Gebaut wurde der Saab 93 von 1955 bis 1960 mit 52.731 Einheiten. Hey, something new under the sun. A happy Saab. S-A-A-B. Saab cars, that is. The little sweetest Saab is the economy car. And when it comes to easy parking, it's the champ by far.
built by the craftsmen who built the jet. And so for safety and endurance, it's your best bet. Get the little Saab, beat the highways, looking slick. 40 miles to the gallon, now that's quite a trick. Got a Saab in my life, and listen, Tim, I'm giving. Get a Saab in your life, man, you're really living. Get a Saab in your life, man, you're really living. Get a Saab in your life, man, you're really living.